Es ist untersagt, tagesüber stillschweigend zu geloben. Dass man sagt, ich werde nicht reden oder ich habe mich entschlossen, nicht zu reden, habe ich mich verpflichtet, nicht zu reden, gar nicht. Und dies ist von Jahiliya. Ali Ridwan sagte: Ich habe im Gedächtnis festgehalten, dass der Gesandte Allah sallam, gesagt hat: Keiner zählt als Weise nach der Pubertät und kein Stillschweigen tagsüber zu geloben. Qais ibn Hazm berichtete: Abu Bakr Ridwan besuchte eine Frau namens Zainab aus dem Stamme Ahmes. Da merkte er, dass sie nicht sprach. Er fragte, warum spricht sie nicht? Man sagte, sie pilgerte und verrichtet das Schweigegelübde. Darauf sagte er zu ihr, du sollst reden, denn das Schweigegelübde ist nicht erlaubt, da es zu den Riten der vorislamischen Zeit gehört von Jahiliyyah. Daraufhin redete sie. Schaut mal, als sie den Beweis bekommen hat, dann hat sie sofort geredet. Und da hat sie nicht diskutiert und wieso und warum. Und das ist die Sache. Wir haben im Islam nicht, dass man sagt, ja, ich habe mich verpflichtet, nicht zu reden. Sozusagen aus religiösen Gründen, indem man denkt, da wird man Ibadah machen, da wird man Allah anbetet. Es gab sowas bei den Juden, bei den Christen. Es gab auch in der vorislamischen Zeit, aber bei uns in unserer Religion darf man sowas nicht tun. Wallahu ta'ala ala alam, dass man sagt, ja, ich rede gar nicht oder ich habe mich verpflichtet oder gelübde, dass man überhaupt nicht redet. Das geht nicht.